Nein, die haben sie Respekt gehabt. Der HSV Respekt vor dem Superlauf der Dortmunder. Ja, und dann, ja, Dortmund auch mit etwas Respekt. Ja, die Quintessenz ist 0:0, die Punkte geteilt. Und ich muss euch sagen, eingerechnetes Ergebnis, alles super, nicht überhart. Ihr hört selber, die Zuschauer sind alle zufrieden, ja. Ey, bitte, Stefan, mal einen kleinen Schwenk hier, ja. Der Schiedsrichter hat auch noch einiges. Ja, und seht ihr, so, man kann mit der Punkteteilung schon ziehen sein. Ja, Spiel war, ich sag mal, überlegen, aber halt nicht gewonnen. Und ja, wir können zum Schluss, können wir glücklich sein über einen Punkt, ja, okay. Der uns nicht weiterbringt. Aber ja, okay, Mann, was mühsam denn jetzt das Eichhörnchen? Wir machen weiter. Ich gehe mal rüber zu Boris von unserem Steigbar. Boris, was sagst du jetzt vom Spiel heute? Ja, das Spiel, die Hamburger haben eigentlich nicht gut gespielt, aber wir haben trotzdem einen Punkt geholt, weil wir gekämpft haben. Wir haben uns nicht aufgegeben wie damals hier in Frankfurt. Wir haben unseren Punkt geholt. Das ist wichtig für den Abschiedskampf. Jetzt müssen wir die drei Punkte in Hoffenheim holen. Und das ist das Einzige, was zählt. Super. Boris, wo sehe ich mich im Netz? Sag mal deine Internet-Facebook. Ja, meine Facebook-Seite erreicht ihr auf Facebook unter Unabsteigbar nur der HSV. Super. Unser Titel wird in Schwarz. Danke. Hey Boris, da klicken wir rein. Okay. Das ist ja, danke schön.